Hallo meine Lieben, schaut mal, was ich hier habe. Das sieht aus wie eine Box und das ist eine Box und sie ist von Loochest, lacht nicht. Und wie ihr seht, hier, guckt euch das an, Retro. Aber ich sage euch eins, heute kommt noch ein zweites Video, beziehungsweise wenn ihr dies zuerst, ne, ist ja egal. Es gibt auf jeden Fall ein zweites Video, ich mache nämlich auch die andere Loochest Ultimate auf. Das ist nämlich die Loochest Ultimate Retro und das andere ist die Loochest Ultimate Apokalypse. Guckt da auch vorbei, bis gleich. Ich darf nicht drauf gucken, Rückseite, er verrät alles. Achso, erstmal zurück, willkommen, ihr. ja, ich habe nicht drauf geguckt. Und die Liviana waltet ihres Amtes. Oh, ich denke, was ist denn jetzt? Oh, es schneit, guckt euch das an. Diesmal kein Vorschaubild oder vielleicht doch ein Vorschaubild mit irgendwelchen Katastrophen, katastrophalem Wetter, aber diesmal hat es wirklich geschneit. Und jetzt, bitte schön, deine Retro-Box. Ah, meine Retro-Box. Guckt mal. Bonbons. Das ist cool. Ja. Das war's. Tschüss. Okay, also, wenn es euch gefallen hat. Nein. Moment, ich muss erstmal. Du musst erstmal den ganzen Kladderadatsch zur Seite räumen. Wir sind super vorbereitet, wie ihr seht. Genau, wir haben das nicht vorher alles geplant und aufgemacht, sondern das wird jetzt hier live vor Ort. So, ich habe auch noch nicht hingeguckt, was es ist. Ach so, cool. Also, dann. Sein Untersetzer. Wow, ein Commodore 64 Untersetzer. Das ist ja cool. Ja, ich halte es nochmal rein. Ich gehe nochmal näher ran. Und einen zweiten gibt es auch noch. Yeah, das heißt, wir können. Achso, ich muss euch auch beide rein, denn sonst denkt ihr, das ist nur einer. Nein, das sind zwei. Ja, geil. Hammerhart. C64. Ja, ich hatte auch einen. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Ich auch. Also mein Bruder. Aber. Okay. Okay, ich habe schon gesehen. Ein Wallet. Keychain. Wallet. Wow. Meins. Das ist ja geil. Oh scheiße, jetzt habe ich mein Batman. Ein Nintendo. Ja, das ist das Problem. Also ist das meins. Nein, das meins. Wie es singt und lacht. Geil, das ist cool. Also ja, ein Wallet, also ein Geldbeutel und ein Anhänger im NES-Controller-Stil. Und das ist schon mal ziemlich cool. Google mal durch. Schon wieder Nintendo. Boah, das ist ja zu cool. Süß, gell? Das ist ja geil. Also, ein Nintendo-Spiegel mit, jetzt seht ihr, müsst ihr euch gut drauf achten, was man sieht. wie gesagt, Mario, Bart und Kappe. Ist das nicht cool? Kann man sich da vorstellen? Dann hat man die Mütze mit auf. Mit dem Mario-Bart? mit dem Mario-Bart. Nicht mit dem Berliner, sondern mit Marios Schnurrbart. Schnäuzer, ja. Gut, was soll's. Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall auch egal, keine Ahnung, was da kommt. Die Anna sagt schon mal, oh mein Gott. Ich weiß, warum das so schwer war. Okay, ich sehe es gerade. Also ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen. Es scheint ein Buch zu sein. Oh, ein Coffee Table Book. Ey, das ist so schwer und cool. Leute, das ist richtig geil. Boah, ist das schwer. Das hier ist Push Start, The Art of Video Games. Und das ist was inklusive 10-Inch Vinyl, also mit Schallplatte und MP3 Download Code. Boah, Leute, ist das genial. Hier ist die Schallplatte. Ich weiß gar nicht, ob ich sie rausholen will. Aber oh, also, das ist schön. ich mache jetzt, ich habe jetzt einfach mal mittendrin aufgeschlagen. Ich mache mal diese Banderole ab, damit ich es euch zeigen kann. Moment. Gib mir die einfach. So. Schaut mal. Es war jetzt einfach random irgendwo aufgeschlagen. Das ist Super Fantasy Zone von 1992 auf dem Sega Mega Drive. Und hier haben wir Earthworm Jim von 1994. Es ist wirklich schwer, also ihr habt keine Vorstellung. Das ist auf jeden Fall ein super geiles Buch. Das rockt. Battle Zone von 1980, Eishockey von 1981. Und wir reden hier von, also immer Screenshots und, oh geil. Outrun, wenn ihr es kennt. Oh ja, ja. Hammerhart. Also das Ding ist mir zu schwer.
Das ist mir wirklich zu schwer. Ich guck noch mal, ob ich die Schallplatte... Oh ja, die muss ich noch zeigen. Denn die Schallplatte ist auch gerade eine spezielle Farbe, so wie es aussieht. Boah! Guckt mal. Geil. Durchsichtig und... Wie geil, wir haben sogar noch einen Schallplattenspieler. Der verstaubt in der Ecke rumsteht. Sau cool. Mario Kart hat Jana gerade aufgemacht. Ganz ehrlich, das ist Hammer. Das ist wirklich spitze. I'm in love. Ja. Das war, nehme ich an, die Retro-Box. Also meiner Meinung nach wirklich hammerhart. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und vergesst nicht, es kommt jetzt gleich noch das Unboxing der Apokalypse-Box. Nicht vergessen. Und Jana hört auf zu lachen und legt das Buch hin. Wir müssen weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.